Huhu, Leute, ich bin Flasher, willkommen zu meinem Guild Wars 2 Jumping Puzzle Guide zur Zwickmühle hoch 3. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Jumping Puzzle befindet sich in der obersten linken Ecke des Gebietes Mahlstromgipfel. Das ist auf der Weltkarte ziemlich weit im Süden. Hier ganz oben in der linken Ecke bei der Wegmarke Govoran, von wo aus wir starten werden, hier an meiner Position. Habt ihr meine Position erreicht? Das ist, wie ihr seht, nicht weit von der Wegmarke. Findet hier ihr einen kleinen Spalt, in den ihr hier rein könnt, um so in das Gebiet für das Jumping Puzzle zu kommen. Viel vorbereiten müssen wir für dieses Jumping Puzzle nicht. Es lässt sich eigentlich mit jedem Level und mit allen Skillsets machen. Also wir müssen keine besonderen Skills mitnehmen für dieses Jumping Puzzle. Allerdings kann hier die Eigenschaft sehr von Vorteil sein, die euren Sturzschaden um 50% verringert. So eine Eigenschaft hat jede Klasse und die kann hier zum Teil echt hilfreich sein. So, folgt also einfach meinem Weg hier auf diese Würfel und wartet hier, bis die Stacheln weggehen. Die sind immer relativ schwer zu sehen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man diese Stacheln. Wartet, bis die weg sind und springt dann hier über diese Würfel und dann hier auf diesen Ast und dann hier in dieses, ja, in diese Funken hinein. So werden wir jedes Mal an eine neue Stelle teleportiert und müssen dann die nächsten Funken finden. Wenn ihr übrigens in einen falschen Funken reinlauft, werdet ihr wieder einen Schritt zurück teleportiert. Das heißt, dann müsst ihr dieses Hindernis nochmal machen. Hier aufpassen auf diese Holzpfähle, die hier lang geschwungen kommen. Wartet, bis diese Holzpfähle wirklich komplett stehen bleiben und rennt dann durch hier rein, in diese Kugel. Und jetzt hier nicht den Fehler machen, in eine dieser Kugeln zu laufen. Wie gesagt, dann werdet ihr mal einen Schritt zurück teleportiert, sondern jetzt geht es hier wieder über diese Dinger. Hier auch wieder aufpassen, ihr seht es jetzt hier sind Stacheln. Warten, bis die weg sind und dann springt ihr hier rüber. Ihr müsst euch hier relativ zügig sein, denn die Stacheln kommen sonst von hinten. Jetzt geht es hier rüber. In diesen Funken ist es relativ schwer reinzukommen, denn der nimmt das irgendwie nicht an, wenn man in die Nähe geht. Wie ihr seht, der will jetzt nicht. Da muss man hier ein bisschen um die Ecke springen. Und dann dürfte es kein Problem sein, dann kommt man noch rein und wird weiter teleportiert. Von hier oben geht es einen Schritt weiter runter in dieses Ding hier rein. Das will auch manchmal nicht, da muss man auch ein bisschen drum rumlaufen, damit es einen teleportiert. Und dann ist man hier und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Hier geht es nach oben. Jetzt müssen wir nur noch über diesen Klotze, hier kommen soweit ich weiß keine Stacheln raus. Einfach hier rein weiter und dann sind wir auch schon drüben. Ups, jetzt wurde ich komischerweise wieder zurück teleportiert. Egal, versuchen wir es einfach nochmal. Wir müssen, soweit ich weiß, hier in dieses Ding rein, oder? Ja, genau, in dieses Ding, das war das Richtige. Also nicht in das zweite, sondern das erste. Und dann werden wir auch hierhin teleportiert. Und dann bekommt ihr hier eure Truhe sowie das Achievement, dass ihr Zwickmühle hoch 3 geschafft habt. Wie habt ihr gerade gesehen, es kann irgendwie ab und zu mal buggen und es teleportiert einen dann trotzdem wieder ein Stück zurück. Aber egal, dann versucht es einfach nochmal. Dann habt ihr es auch schon geschafft. Ich verabschiede mich mit diesen Worten. Ciao, Leute.